Die Startaufstellung für das Rennen. Tippfehler auf 1, Milko auf 2, Marvin belegt die 3, dann Troff, du, Kano Taurus und Dragon Vampire auf 5 und 6, dann Kev Kev und R Proto. Dahinter Dream und Toyota WD und die letzte Reihe füllen Rufus und Lego Bild auf. Ja, ich bin noch ein bisschen außer Atem, weil ich gerade richtig hart husten musste. So, ich starte auf der Innenseite, wie ich es vermutet hatte. Mirko sehr langsam weggekommen. Kano sehr gut. Sorry da an Kev Kev. Ich musste spontan rüberziehen, weil auf einmal Kano gebremst hatte. Ich habe da vielleicht etwas überreagiert. So, Mirko im Heck von Marvin. Und ich muss jetzt gucken, dass ich Reifen spare. Da vorne möchte ich mich erstmal ein bisschen raushalten, genau aus diesem Grund. Ob das unfair war oder nicht, das werden wir leider erst nach dem Rennen erfahren. Weil ich ja leider nicht auf dem Teamspeak bin. So ist mir recht, Mirko soll mal schön wegziehen. Damit ich gleich schön eine schnelle Runde hinlegen kann, um mir meine 5 Punkte zu sichern. Ich kann natürlich so oder so nicht richtig mit ihm mithalten, der fällt mit Rutschstopp. Und zieht mir da wahrscheinlich in der nächsten Runde richtig hart weg. Hier bin ich auch sowieso erstmal ein bisschen vorsichtiger in der ersten Runde, weil die Reifen erstmal warm werden müssen. So, und jetzt quälen wir sie mal kurz. Hinter mir Kev Kev und Dragon Vampire. Ich glaube, die werden sich gleich miteinander vergnügen. Kurvenscheitelpunkt nicht ganz getroffen. Das war auch nicht gerade schnell. Oh, 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 Mirko von der Strecke abgekommen. Hat sich jetzt nicht so noch nicht schnell angefühlt. Aber die Runde muss einfach schnell sein. Ich kann höchstens 2 schnelle Runden fahren, danach muss ich auf jeden Fall langsamer fahren. Ich muss meine Reifen schonen, ich darf nicht so früh alles verballern. Also das Feld ist erstaunlich eng beieinander. Guckt euch das mal an, ja? Wie mega eng das hier alles ist. Du hättest meinen Windschatten nehmen sollen, Mirko. So kommen wir genau nebeneinander rein. Wärst mal hinter mir hergefahren. Scheiße. Tja, das gefällt mir nicht.
Naja, Kano so nicht. Shit! Da wollte ich zu viel. Das ist mein Problem, wenn ich hinten... Na, was heißt hinten? Ja, eigentlich sind wir schon hinten. Wenn ich irgendwo im Feld mitfahre, dass ich manchmal zu aggressiv bin und zu sehr vorbei möchte. Hinter mir streamen. Scheiße, Mann. Ich drehe lieber alleine meine Runden. Gerade wenn ich eng vor oder hinter jemandem bin. Vor allen Dingen, wenn ich zwischen zwei Leuten bin, dann fahre ich... sehr aggressiv, das tut mein Reifen nicht gut, man sieht's, ey. Und es tut auch meiner Zeit nicht gut. Schön, dass die drei jetzt da vorne nebeneinander sind. Oh, 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 das sah aber nicht gut aus. Mann, 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 vorne links ist nicht geil, ist echt nicht geil. Auf einmal wird es dunkel. Also hier gibt es keine Zeit, hier gibt es nur Wettereinstellungen. Und da muss man halt mal sagen, wir haben Glück, dass es nicht regnet. So, die Zeit war ganz okay. Guck ich mal, ob ich an Kano vorbeikomme. Ne. Beim zweiten Satz kann ich wieder mehr radikal einlenken. Da gehen dann nämlich hinten die Reifen mehr weg. Hier muss ich halt beim Einlenken aufpassen. Ich hoffe, ich komme an Kano irgendwie in der Box vorbei. Ich bleibe jetzt hinter ihm bis zum Boxenstopp. Also wenn es nach meiner Taktik geht. Und dann fahre ich entweder früher rein als er oder tank weniger als er oder sonst was. Keine Ahnung. Wir haben jetzt 5 Runden hinter uns. Tank ist halb leer. In Runde 6 geht der Reifen auf 6 runter, das ist gut. Ich bin jetzt ungefähr in meinem Soll. Werde jetzt aber trotzdem nicht mehr pushen. Ich glaube, das bringt nicht viel. Man hat gut gesehen, was passiert, wenn ich versuche, mit der Brechstange vorbeizugehen.
Das ging nochmal gut. Ich bin vor Toyota WD ins Aus. Hätte ich ihn abgeschossen, dann hätte ich mir das nie verzeihen können. Und deswegen versuche ich das jetzt erstmal nicht. Wenn das nachher in die letzten Runden reingeht und dann sind wir hier Kano gegen Troftu, Sekunde Abstand, noch drei Runden, dann wird natürlich hier volle Pulle gefahren. Aber momentan möchte ich meinen reibungslosen Ablauf hier nicht riskieren. Wir sind in Runde 6 von 25. Da kann noch einiges passieren. Vor mir momentan nur Kano Taurus in meiner Division. Alle anderen da vorne sind Rutscherfahrer. Feld hat sich wohl auch jetzt so ein bisschen gefestigt. Ich denke mal, Toyota WD holt auf Kev auf. Würde ich jetzt mal so vermuten. Weil der war vorhin hinter mir und jetzt ist er nicht mehr hinter mir. Der hat wohl irgendwo einen Fehler eingebaut. Das Wetter mag ich ja überhaupt nicht, wenn der Himmel so mega hell ist. Es geht so übelst bei mir auf die Augen. Aber naja. Solange man früh genug erkennen kann, wie das Wetter denn endgültig wird. Also Kano fährt auf keinen Fall Vollgas da vorne. Ist immer wieder interessant zu sehen, wie Kev auf einmal hinten weg ist und dann wieder so krass ranfährt. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht so eine Halbgas-Variante fährt wie wir. Aber ich kann mich über meine Rundenzeit nicht beschweren, das sind 48er Zeiten. Die ich konstant halten kann. So, mein Reifenverschleiß ist enorm runtergegangen. Ja, vorher ist ein Reifenbalken runtergegangen bei anderthalb Runden Maximum. Und jetzt sind wir dann doch mit zwei Reifenbalken schon fünf Runden weit gekommen, glaube ich. Hier bei der Schikane kann man so viel Zeit aufholen, wenn man die halt so gut trifft wie ich jetzt gerade. Ich würde zu gerne behaupten können, dass ich die immer perfekt treffe. Das andere ist meistens der Fall, ich treffe sie so gut wie nie. Die Rundenzeit war jetzt eine Sekunde langsam. Also ich versuche meinen Abstand zu Kano ungefähr zu halten. Ja, ich komme nicht wirklich näher ran. Er kann sich aber auch nicht absetzen oder er will sich nicht absetzen, kann natürlich sein. Dass er sich denkt, komm, ich fahre mal vor dem. Und dann gucke ich mir das Video an und dann sehe ich die ganze Zeit mein Heck. Ein Reifen jetzt auf 4, damit wird es langsam kritisch. 3 ist bei mir so die Marke, wo ich eigentlich immer reingehen will. Aber ich habe den Wagen auch schon mit Reifen auf 2 nochmal eine Runde weiter geprügelt, weil ich unbedingt die 10 Runden haben wollte. So, da ist Lego-Bilder. Die erste Überrundung. Shit. Man muss sich halt schön an das Reifenverhalten gewöhnen, man muss es adaptieren. Denn sonst passiert das, was ich gerade leider zeigen musste. Du denkst, die Kurve kriege ich, aber in Wirklichkeit lenken deine Reifen vorne nicht mehr so ein. Fehlt halt der Grip O und Kano neben der Strecke. Genau das, was mir im Qualifying passiert ist. Also er fährt aber noch weiter, war wohl nicht den Reifen geschuldet. Fast
30 Sekunden Rückstand schon auf die Hutstop-Führungsspitze. Die wahrscheinlich Mirko anführt. Ja, und was Rufus angeht, Rufus, meld dich am besten nochmal bei mir, sodass wir mal gucken können, warum du immer rausfliegst. Ich meine, das war letztes Mal bei der Lobby von GT-Fan so, das war bei meiner Lobby jetzt so. Was macht Dream da? What the fuck? Dream? Also, was ich auf jeden Fall sagen wollte, Rufus, wahrscheinlich liegt das bei dir irgendwie an den Routereinstellungen oder sonst was, dass du hier rausfliegst. So, ein Reifen auf drei, normalerweise das Zeichen für mich, geh rein! Du schaffst es nicht länger, mein Sprit sagt mir aber, eine Runde schaffst du noch. Mein Sprit würde sogar sagen, zwei Runden schaffst du noch. Ich gehe stark davon aus, dass jetzt viele in der 9. Runde reingehen. Ja, Mirko ist reingegangen, so wie es scheint. Dragon geht rein. So, das kann jetzt eine richtig dumme Aktion von mir gewesen sein, hier weiterzufahren, aber ich mach's einfach mal. Meine Zeiten werden langsamer, ja, mein Gott. Aber momentan kann ich den Wagen noch auf der Strecke halten. Und eine Runde zu fahren, die vielleicht mal 3 Sekunden langsamer ist als das, was ich sonst fahre, ist immer noch besser, als am Ende einen Boxenstopp mehr machen zu müssen, der eine halbe Minute länger dauert. 30 Sekunden. Das wäre fast in die Hose gegangen. Und Dream steht immer noch da und alle fragen sich, was ist nur mit Dream los? Man wird später noch sehen, warum ich das jetzt auf mich genommen habe. Warum ich nicht später einfach eine Runde länger gefahren bin mit den anderen Sätzen. Ja, ich muss ja schon enorm viel langsamer fahren. Ein Reifen auf zwei. Die hinter mir holen halt krass auf. Die Frage ist, wie verhält sich mein Abstand zu Carnotaurus? Wird er dadurch wieder vorbeikommen? Werde ich wieder hinter ihm? Wow! Wow, wow, wow. Ist er natürlich vom Gas gegangen da.